Es gibt eine neue Sportart. Sieht abenteuerlich aus und verbrennt bestimmt sehr viele Kalorien. Das erste offizielle Bürostuhlrennen in der Stadt Tainan in Taiwan. Hunderte haben teilgenommen und haben wohl ihren Bürostuhl einfach vom Arbeitsplatz mitgebracht. Helm und Knieschoner sind dabei Pflicht und Rückwärtsfahren offensichtlich auch. Am Straßenrand dabei und in Ekstase die jubelnden Kollegen. Vielleicht ist dieser Spaß bei uns auch bald ein Renner. Das erhoffen sich jedenfalls die Veranstalter. Genug Bürohengste, die gibt's ja auf der Welt.